Okay, das war gemein. Muss ich jetzt kämpfen? Ach nö. Was war das gerade für ein Achievement? Der Zorn des Crimson LP, oder? Ich bin aber nicht Crimson LP. Ich bin Rio von Let's Play Better. Da wäre eine Spitze, aber die brauchen wir ja gar nicht. Ich nehme mal eine andere Waffe. Das ist ja auch so ein bisschen sehr... einfach, wenn du ins Waffenauswahlmenü gehst, dass das Spiel quasi pausiert. Es pausiert nicht, es wird nur langsamer. Das habe ich. Das hatte ich schon. Also, dass sie mich dann trotzdem erwischt haben. Ja, finde ich auch schade, trotzdem irgendwie. Also, wenn es normal weiterlaufen würde, das hätte was Action-haltiges. Das wäre besser für mich. Dann kann ich hier irgendwas. Hier war doch irgendwo Pampe, oder? Ja. Wenn dabei sind, warum hat die nicht angegriffen eben? Und wie lange soll das denn jetzt hier noch so weitergehen? Ah. Das ist seine Schwester, ja? Anscheinend. Hat die nicht eben noch gebrannt? Okay. Ich laufe mal einfach weiter. Warum hat er uns jetzt eigentlich gerade nicht selber angegriffen? Er war uns doch vorher so absolut überlegen. Warum hat er diesmal Minions geschickt? Du musst was essen, sonst wirst du zu schwach. Meine Kinder, ich will... Beatrice, wir haben das doch besprochen. Manchmal höre ich seine Stimme. Im Keller. Er klingt so nah. Dort unten ist nichts. Wie oft soll ich das noch sagen? Warum ist er dann immer verschlossen? Warum darf ich nicht runter? Ich habe mich da jetzt nicht reingetraut, bevor die fertig sind, falls er jetzt wieder eine Sequenz startet. Hallo. Oder sowas passiert. Da ist eine Tür, aber da ist auch noch ein Durchgang. Wo lang jetzt zuerst? 14 Schuss. Okay. Hätte mich auch gewundert, wenn ihr das Spiel in der Wahl gelassen hätte. Och, wir durften quasi die Wege zu den drei Gehören uns relativ selbstständig aussuchen. Dieses Symbol, das hat irgendeine Bedeutung. Das ist hier immer wieder an allen Wänden. Vielleicht so ein Familienwappen oder so. Ach, ja. Es geht in den Keller. Was ist das? Sind wir jetzt bei Among the Sleep oder was? Da gab es übrigens inzwischen ein Update. Mein Name steht jetzt richtig in den Credits. Siehst du, bin ich von ausgegangen. Ja, ne? An dieser Stelle nochmal sagen, also Among the Sleep, ein Spiel, das kann ich nur empfehlen. Vor allem, weil ich da namentlich erwähnt werde. Ja.
Also falls euch interessiert, wie ich wirklich heiße, dann kauft euch das Spiel und findet's raus. Die Leiter hatte ja auch schon mal einen Boss-Auftritt bei Metal Gear Solid. Da kann ich mich gerade nicht dran erinnern. Snake Eater? Wie viele hast du getötet, Ruben? Ruben? Meint er etwa Ruvik? Kapitel 10. Zahlen sind irrelevant. Sie haben bekommen, was sie gegeben haben. Und sie haben einem höheren Ziel gedient, meine Forschungen vorangebracht. Das war nicht bloß Forschung. Das, was diesen Menschen zugefügt wurde, diese Fall, dieses Ungeziefer, diese Mikroben, sie sind mein und ich verfüge über sie. Mit einem hast du recht. Es war nicht bloß Forschung. Ich bin der Perfektion nah. Das ist abscheulich. Das ist mein Wille. Das ist Sparta! Ja. Fallen, ja? Wie war das? Hallo, Sebastian. Ich möchte ein Spiel spielen. Genau. Wenn hier jetzt gleich eine kleine Puppe auf einem Dreirad vorbeigefahren kommt, dann mache ich aus. Das ist wieder ein Speicherraum. Und Notizen. Notiz aus Keller im Anwesen. Mir wurden meine Kinder genommen. War es Schicksal? War er es? Doch nicht mein perfekter Sohn. Es war das Feuer. Es hat alles zerstört, alles fortgerissen. Die Kinder haben sich verändert. Und Ernesto auch. Er hat gesagt, er würde sich um sie kümmern, sie beschützen. Aber jetzt sagt er, sie sind weg. Wie kann das sein? Eine Mutter würde so etwas spüren. Ich höre immer noch die Stimme von meinem süßen Jungen, sein Lachen. Und immer aus dem Keller. Das kann nicht sein. Eine Mutter braucht ihre Kinder. Soll das heißen, dass die beide gestorben sind bei diesem Feuer? Nein, ich gehe davon aus, dass er so massiv entstellt und verbrannt wurde, dass der Vater ihn quasi, um die Mutter zu schützen, damit die nicht daran kaputt geht, wenn sie den perfekten Sohn so total zerstört sieht, dass er ihn quasi in den Keller gesperrt hat und die sozusagen so räumlich getrennt hat. Aber das werden wir bestimmt noch alles rausfinden. Mir gefallen diese ganzen Sägeblätter hier nicht. Ich gehe speichern. Oh oh. Mein Kopf. Ich kann die Kamera wieder nicht bewegen. Wer ist der Typ nebenan? Das war hier links. Haben Sie eine Ahnung, warum diese Welt so ist, wie sie ist? Was? Wer sind Sie? Es ist Hass. Hass. Ruviks Hass. Sein Hass verzehrt ihn. Er will heraus. Er strebt nach Rache. Er will, was die Welt ihm in seinen Augen genommen hat. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Nicht, dass er es tatsächlich bekommen könnte. Diese Welt existiert so lange, wie er es tut. Haben Sie gerade etwas gehört? Aber ernsthaft, wer ist der Typ? Das ist doch keiner von den Charakteren, die wir schon kennen. Das ist neu. Oder zumindest ist es mir bis jetzt nicht aufgefallen. Neue Zeitung gibt's auch. Zwei Tote bei Autounfall. Wohlhabender Grundbesitzer und Ehefrau kommen bei Autounfall ums Leben. Albtraum für Familie. Die Leichen von Ernesto und Beatrice Victoriano wurden im Wrack ihres Wagens gefunden. Sohn erbt Familienbesitz. Okay, wenn seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind, was war denn dann die Geschichte da im Schlafzimmer? Ja. Vielleicht gibt er sich die Schuld dafür, oder... Mal gucken. Da ist das Bild wieder.
Was hat sie denn da vorm Gesicht? Ein Schleier, oder? Irgendwie sowas. Haben wir einen Schlüssel? Haben wir irgendwo einen Schlüssel eingesammelt? Nee. Vielleicht habe ich von vorher... Warum ist hier jetzt immer zu? Warum muss ich jetzt immer den langen Weg umlaufen? Das ist total nervig. Vor allem, weil er sich weigert, hier die Türen schnell aufzumachen. Früher konnte ich da durch. Oh Gott, die Katze kommt. Nee, wir haben keinen Schlüssel. Aber... Möchtest du auch mitspielen? Was haben wir denn hier noch? Schockbolzen haben wir voll. Ruhe bitte. Wir versuchen hier seriös zu arbeiten. Müssen seriös wirken. Also wir können im Spiel immer so versteckte Schlüssel finden und können dann hier Schließfächer öffnen. Da sind dann immer irgendwelche Belohnungen hinter. Mhm. Munition oder Heilung oder... Och Mensch, was ist denn los mit dir? Hä? Was soll die Kuschelei? Chris, jetzt hör doch mal auf, mich ständig anzukrabbeln. Hm? Ja, es sind ja Leute dabei. Ja. So, und hier können wir upgraden. Das verkauft sich doch einfach besser. Willkommen bei Brokeback Let's Play. So, was wollen wir denn mal aufwerfen? Nahkampf, ich benutze den Nahkampf eh nicht. Vielleicht doch mal hier ein bisschen mehr Schaden für die Pistole. Feuerrate ist Blödsinn. Oder so ganz allgemein mehr Zeug zum Tragen. Sag doch mal was, was werten wir auf? Schaden ist ja auch mal cool. Aber von welcher Waffe? Pistole hast du bis jetzt am meisten benutzt. Vielleicht noch was. Die Magazingröße kann man noch mal erhöhen. Haben wir statt 7 jetzt 8 Kugeln im Magazin. Das ist ganz gut, weil das ist wieder eine zusätzliche Kugel, die wir tragen können. Wir können nämlich jetzt mit meinen aktuellen Upgrades können wir 20 Patronen so tragen, plus das, was halt in der Waffe selber drin ist. Also das ist schon ganz gut. Gestartet haben wir, glaube ich, mit 6 und 10. Das ist schon jetzt bald das Doppelte. Und natürlich einmal speichern. So. Und jetzt zurück. Die Katze nimmt mein Sofa auseinander. Chris, mach mal was. Ja, ich guck mir das an. Also ich befürchte, wir gehen jetzt hier so ein bisschen in Richtung Saw. Weil es ist ja schon... Hallo Katze, was ist denn los mit der? Hey, kein Kaffee mehr für dich. Die ist ja schlimmer als Ruvik. Ruben Ruvik. Ja, ich vermute mal, wir gehen jetzt mehr so in Richtung Saw in diesem Kapitel. Weil bis jetzt war es immer so, dass so in jedem Kapitel dann das der Stil, die Richtung so ein bisschen sich geändert hat. Alter. Nur ein Kapitel, da mussten wir die ganze Zeit einem Gegner ausweichen. Das war so ein komischer Kofferkopf. Warum tut sie das? Ich meine, ihr Kratzbaum ist einen Meter von ihr entfernt. Ohne Spaß. Und der ist gigantisch. Ja. Der ist gigantisch. Ja, dann hatten wir das Action-Kapitel. Ich glaube, jetzt ist mehr so... Abstieg in die Hölle. Kannst du es immer rausschmeißen, bitte? Na klar. Wir machen in der Zwischenzeit weiter. Und wenn man seine Lakaien hat, dann kann man sowas ja machen. Da sehe ich gleich eine absolut unoffensichtliche Falle. Wahrscheinlich renne ich trotzdem rein. Alter, ich kann sie entschärfen. So. Warum sind da Stacheln in den Wänden? Oh nein, Entscheidungen.
Was war das? Links und nach unten, ne? Ja. Das ist bestimmt gar nicht mehr up to date. Ein Schlüssel. Ich heb die noch auf. So. Habe ich die Schrotflinte schon nachgeladen? Ja, leider. Schade. Da liegen wieder. Warum kriegen wir so viel Munition hinterhergeschmissen? Das macht mich total nervös. Oh nein, schon wieder Entscheidung. Ich gehe durch die Tür. Ich gehe woanders lang. Das klingt nicht gesund, das sollte er untersuchen lassen. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Klar, dass sie auch zu ist. Das sind ja wieder hier, optionale Wege vom Feinsten. Kontrollpunkte in Situationen, wo man sich fragt, warum war da jetzt ein Kontrollpunkt, machen mich nervös. Ih, der hat eine Fackel. Der hat eine Fackel. Ich habe nur zwei Granaten, dann schießen wir ihm was anderes um die Ohren. Wir können mal wieder einen Harpunenbolzen benutzen, aber leider nicht. Weil man mit der Armbrust scheiße zielen kann auf die Distanz. Oh Gott, ist das scheiße. Ja. Jetzt halt mal still. Was hat er denn vor? Was machst du da? Was fliegt hier eigentlich durch die Gegend? Sind das Blutstropfen? Ja. Alter, du zielst aber auch. So, jetzt soll ich nur zusehen, dass ich da schnell irgendwie hinkomme. Das Problem ist nur, wir kommen da nicht durch, ohne das Ding kaputt zu machen. Da ist noch ein Homie übrigens, ne? Scheiße, ich brauch Deckung. Deckung ruft vorher. Deckung ruft früher. Vor seiner Verstärkung. Was ist denn mit deinem Kopf? Ja, okay, er hat sich geduckt, ne? Ja, aber. Scheiße, ich brauch Deckung. Wir haben irgendwas haben wir verpasst. Ich hätte vielleicht doch mal gucken sollen, als da stand X halten, um zu gucken. Das waren einfach bestimmt Sägeblätter, die da dann lang geflogen sind. Na gut, dann nehmen wir halt Exklusivbolzen diesmal. Fang! Haben wir da irgendwie Alarm ausgelöst? Hat er doch gemacht. Hat er gemacht? Ja. Na gut. So, ich mach's mal dunkel. Da hinten ist eine Bombe, die entschärfen wir mal. Eine Fackel, das ist sehr schön. Fackel wäre ein Instant-Kill. Nehmen wir mal mit. Feuer brennt. Ich höre noch einen, aber wo ist der? Oh Gott, das geht ja ganz weit nach oben. Und wir kriechen mal weiter. Der brennenden Fackel in der Hand schleichen wir uns. Scheiße, ich brauche Deckung.
unauffällig an. Was passiert denn jetzt da? Uah. Konnte ich wieder nicht gucken, weil die Tusse da stand. Entschuldigung, die Frau. Aber da schießt doch irgendwas. Hier ist... Warum darf ich... Ich gehe einfach weiter.